Bim Bam Bom, Bim Bam Bom, keine Ahnung mehr. Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit Minecraft. Och, ein Ruckeli. Ja, ich glaube doch, ich bin mit der Treppe ganz zufrieden. Immer noch. Das war jetzt sehr schlau. Ich hätte ja kurz wenigstens noch, wenn wir schon hier sind, hier gleich noch ein Bäumchen fällen können. Naja. Egal. Zu spät. So, ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit der Höhe, aber jetzt hauen wir da erstmal die Steine wieder weg. Jetzt kann ich ja den Turm auch kleiner machen. Mal gucken, ob mir das gefällt. Bestimmt. Nicht die ganzen Steine ins Wasser schmeißen, nein. Und es regnet und regnet. Ach ja, wie im echten Leben und in meinem Herzen. Nein, alles gut. So. Bisschen leise eingestellt hier. So. Hab mich schon überlegt, warum höre ich das Klonk nicht? Also das. So. Nein, das wollten wir jetzt nicht wegmachen. Habe ich eigentlich da noch was drin? Oh. Habe ich noch was, was man. Kann man die Karotten auch braten? Nein. Die hier? Nein. Sehr gut. Wozu habe ich das alles dabei? Ich weiß nicht. Ach. Oh, es wird dunkel. Ab in unser kuscheliges Bettchen. Ah, wer hatte da... Also, wirklich, die Decke ist ja ganz nass. Hat da jemand Pipi reingemacht? Ja, Regen ist immer noch... Nein, Sonnenschein. Das sieht doch schon viel besser aus, so. Guck mal, jetzt habe ich das aber alles viel weiter hinten, als ich wollte, ne, weil... Ja... Ich wäre es jetzt besser gewesen, ihn ein bisschen nach vorne zu schieben. Na ja, gut, haben wir ein bisschen Platz für den kleinen Vorgarten. So, gucken wir mal, wie das jetzt dann aussieht, wenn man wirklich noch Wände rumzieht. Oder ob ich wieder alles wegreißen muss. Ja, müssen tut man gar nichts, außer sterben, ne? So, da ist immer noch nichts drin. Sehr gut, das heißt, die kann ich auch einfach so weg machen ohne Probleme. Ja, kann sein, dass da schon nochmal was wegkommt, aber das überlegen wir uns dann. So. Also von innen wird es auf jeden Fall ein schnuckliches Türmchen. Theoretisch könnten wir hier abschließen. So. Genau. Oh, machen wir das auch mal schon mal weg. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich mache jetzt einfach mal was ganz Schmuckloses. Wenn es hübscher werden soll, da werde ich dann... werde ich mal später dran arbeiten. So. Ich habe Platz für alles. Ja, Wahnsinn. Irgendwie muss ich gerade immer ein bisschen aufstoßen. Ich versuche daraus keinen riesen Rübser zu machen. Das kommt davon, wenn man sich ein kohlenhaltiges Getränk... ein kohlehaltiges, ja genau, Kohle. Ein kohlesäurehaltiges Getränk als Nachtrinkgetränk hinstellt. Beim Aufnehmen. Pro-Tipp. Die Pro-Tipps eines erfolgreichen YouTubers. Also, ich rede von mir. tu mal da eine Fackel hin. Oh, das sieht aus, als würde ich hier alles abkokeln. Machen wir es mal hier hin. So, wenn man da reinkommt. Ja, noch ist ein Himmel da. Doch, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Mal gucken, wie man es innen noch... Na gut, für gestalten kann ich es dann eigentlich nicht. Ah, komm. Nicht lang gelabert diesmal. Wir ziehen das jetzt einfach mal hoch. So. Bimp. So, das sehen wir jetzt. Hey, da unten sind Steine im Wasser. Komm, die holen wir uns, bevor sie die spawnen. Huhu. Na, zumindest kann man immer schnell runter vom Turm. Ach komm. Weg damit. Ja, also außen wird er wahrscheinlich doch noch ein bisschen größer. Ich denke, bis irgendwie verzieren möchte ich ihn ja schon. So, wo waren wir hier? Ah doch, die Wendeltreppe ist jetzt echt, also... Ich glaube, normale Stufen, das hat mir nicht gefallen. Aber mit Slabs gefällt es mir echt gut.
Mal schauen, vielleicht kriegt er noch so Zwischenfenster, das, also so kleine Schießscharten sozusagen. So, so. Und mal, es gibt doch, warum mache ich nicht einfach dieses Vorsichtige? Jetzt muss ich nämlich auf gar nichts mehr aufpassen und nur klunk, klunk, klunk machen. Ja, aber einmal müssen wir trotzdem wieder hoch. Und jetzt können wir wieder Schnecki rummachen. Die Schnecke. Eine Schnecke, eine Schnecke krabbelt hoch, krabbelt hoch, krabbelt wieder runter, kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch. Tja. Ich weiß nicht, ob man die Melodie erkannt hat. Na, ich lasse es jetzt mal eine Minute, was heißt eine Minute stehen? Jetzt ist die Frage, habt ihr es einfach nicht erkannt? Wird das nicht mehr gesungen, das Lied? Oder war meine Interpretation so schlecht? Probieren wir es mal auf den klassischen Text. Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die... Wie weit sind wir denn eigentlich? Ah, hörst du nicht die Glocken? Bing, bang, bom. Bing, bang, bom. Und jetzt auf... Französisch. Frère Jacques, dolez-vous, was ist denn das da? Dolez-vous, bim bam bom, keine Ahnung mehr. Was ist denn das da unten? Da auch? Das sind so helle gelbe Punkte. Wenn ich jetzt hier runterspringe, zermatscht es mich, ne? Ach, das ist Lava, ne? Sieht aus wie Lava. Sehr cool aus. Sehen wir hier von aus unser Dorf nicht. Hier ist abgeschnitten. Müssen wir mal gucken, ob ich noch die Sichtweite erhöhen kann. Aber die Höhe sieht eigentlich ganz gut aus. Müssen wir mal überlegen. Ein bisschen wird noch höher, weil ich auf jeden Fall so eine Art Zwischenstock und dann oben noch das Leuchtfeuer drauf machen will. Na, jetzt gehen die Steine aber schratzi-fatzi weg hier, ey. So. Dann mache ich es auf jeden Fall mal bis zur letzten Treppenstufe. So. Einmal rum. Rum. Ah, ich bin so musikalisch. Vielleicht soll ich auch bei irgend so einem Voice-Dings mitmachen. Genau, wir kommen hier raus. Dann könnten wir das hier ja schön verkleiden irgendwie. So, jetzt gucke ich mir das mal an, wie... Ist gar nicht so dunkel. Naja, vielleicht doch. Meint ihr, hier können Tierchen spawnen? Ich weiß es halt nicht. Also auf dem Creeper habe ich halt keinen Bock. Hier können wir sogar ein Bettchen rein... Hier können wir unser Bettchen reinstellen. Aber doch, das gefällt mir. Das gefällt mir schon ganz gut. Ah, schön mit diesen Tangpflanzen. Was ist das? Irgendwelche Fischis? Fischis? Habe ich noch Slabs? Ja, ich habe noch Slabs. Wenn wir das doch hier einfach so zumachen... Geht das ohne, dass ich mir dann den Kopf anhaue? Nein. Also du darfst nicht drin sein. So, schauen wir mal so. Genau. Oder wisst ihr was? Nee, das gefällt mir nicht. Natürlich gefällt mir das nicht. Bim, bim. Jetzt machen wir eins höher dann. Hau ich mir dann den Kopf noch an? Moment, das müssen wir mal testen. Ich will mal... Was ist denn, wenn ich den Boden jeweils eins höher habe? Dann passe ich durch. Das ist doch super. Das heißt, ich kann jetzt hier einen kompletten Deckel drauf machen, oder nicht? So, so. Nein. Nee. Vor allem jetzt gehen wieder beide weg, ne? Ich krieg zwar beide wieder raus. Wir sollten vielleicht aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, dieser ist, glaube ich, ein bisschen ungefährlicher mit dem Wasser. Und ich glaube, man könnte sogar den... nein. Das definitiv nicht. So, passe ich da jetzt noch durch oder noch auch nicht? Doch, das geht genau. Ja, das ist super. Also hier muss ich offen lassen. Okay. Das heißt, so. Und dann können wir doch hier so ein Mini-Turmzimmer machen, wo ich dann jedes Mal runter.
Wir haben keine Slabs mehr. Ui. Ha. Also ihr versteht schon so ungefähr, was ich jetzt machen will. Ja, mit der Axt. Sollte ja auch Holz sein. Genau. Ja doch, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann so hier. Und dann müssen wir das noch ein bisschen nach außen tragen. Ja, das gefällt mir, wenn das hier so noch ein bisschen. Und dann haben wir hier nämlich einen halbwegs schönen Raum. Können wir vielleicht auch ein kleines Bett hochstellen und so. Das ist dann so quasi das kleine Zwischenwächterzimmer. Und obendrauf kommt dann nochmal ein Stockwerk. Ja, doch, doch. Das tut sich jetzt in meinem Kopf schon ganz gut. Dings nicht. Ich habe halt echt hier Schiss, dass mir hier irgendwie was spawnt. Also die eine Fackel lassen wir auf jeden Fall mal. Wir könnten mal wieder die Tür einbauen. Haben wir ja sowieso. Doch lieber außen. Ich weiß es noch nicht so. Ja, es ist ein Detail. Also ich hole jetzt auf jeden Fall mal noch kurz Holz. Plotsch. Das fühlt sich irgendwie eher wie Schwimmern. Okay. Ja, ist echt einfach Lava. Lava, Lava. Ich dachte, die wird zu Stein, wenn... Was leuchtet da? Oh, oh. Hoch, 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 hoch. Ja, danke fürs halbe Herzchen. Danke für nichts. Was hat denn da gerade noch geleuchtet? So, das will ich mir doch noch kurz angucken. Hier, da war es so hell. Naja, kommt. Bevor wir jetzt... Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Ich meine, wir haben hier auch Sand. Wir könnten hier auch was mit Glas machen. Geht die Sonne wieder unter? Na komm, das schaffe ich jetzt noch schnell. Komm, husch. Nein, nicht wie ein Stein runterfallen. Ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Da sind Tintenfischi. Ja, Wunder. Formschön. Sehr formschön. So. Schnell, 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 bevor es dunkel wird. Noch will ich nicht austesten, ob dann Creeper erscheinen oder nicht. So, da können wir schon mal den hinstellen. Wir sind ja hier nachhaltig unterwegs. So, dann können wir den auch gleich wieder hinstellen. Bam. Hübsch. Mit dem Gezuppel hauen wir mal noch die Blätter weg, damit da auch wieder was wachsen kann. Gut, sie müssten trotzdem auch so despawnen, aber... So. Ja, schon viel besser. Bäm, 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 bäm. Kein Äpfelchen? Doch, da ist ein Apfel. Den holen wir uns noch, komm. So. Und jetzt schnell. Ui. Das Bettchen sollte ja in der Sonne getrocknet sein. Hopp, hopp, hopp. Und rein. Mit unserem Brokkoli in der Hand. Brokkoli soll ja irgendwann legal werden in Deutschland. Mit unserer Politik natürlich in Jahren. Aber ich auch dazu geben muss, ich werde es wahrscheinlich gar nicht probieren. Habe ich nie. Ja, vielleicht doch, wenn es leicht zu bekommen ist und legal. Kann man einen Bratapfel machen? Ah, nett. Also, aber ich habe ja noch Kartoffeln. So. Okay. Ja, da bin ich doch schon mit unserem Machwerk ganz zufrieden. Wie hoch wirkt das jetzt eigentlich von der Seite? Weil jetzt habe ich einfach angefangen, hier zu überlegen, Boden reinzuziehen, oder will ich es noch ein bisschen höher machen? Na komm. Er ist halt schon noch niedrig. Na komm, das Gezuppel kommt auch noch weg. Guck, die kleine Waschbärhand macht das schon schnell. Schnell, 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 schnell. So. Guck mal, das ist noch eine. Bin mir noch nicht sicher. Hoch genug oder nicht hoch genug? Weil jetzt ist es natürlich noch einfach eine Reihe hoch zu machen. Ja, aber... Ja, von außen sieht das schon noch echt hässlich aus. Da muss ich mir was überlegen. Also entweder die Ecken abschneiden und dann da Baumstämme hoch oder... ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal oben noch das Ding drauf. Weil dann haben wir die Grundform und das andere, das Drumherum, das Verzieren und so, das machen wir dann. Die Schildis wollte ich mir eigentlich auch noch angucken. Ach, so viel zu tun. Also gut, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye. Ich könnte mal wieder ein Bild ohne hier Dings machen, oder? Vorm Turm. Hä, warum ist denn das dunkel? Ah, Wolke. Ich dachte schon, Sonne geht noch nie unter. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Erdbeben.